Kirche an der Kölner Landstraße in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung mit der neuen B56 ist Dürenen unter ihrem weltlichen Namen Ühledömchen bekannt. Geweiht ist sie dem heiligen Simon und dem heiligen Judas Thaddäus. Der Turm wurde als Wehrturm eines Erfursthofes im 11. Jahrhundert gebaut und gilt damit als ältestes erhaltenes Kirchengebäude und ältestes mittelalterliches Bauwerk in Düren. Der Name Ühledömchen geht zurück auf Eulen, die lange Zeit im Turm lebten und auch heute noch gelegentlich dort sind. Das alte Kirchenschiff wurde 1873 wegen Baufälligkeit abgerissen und ist in der heutigen Form neu aufgebaut. Der Turm blieb dabei in seiner Ursprünglichkeit erhalten. Erst 110 Jahre später, im Jahr 1983, wurde die Kirche wieder neu geweiht. Heute ist die Kirche am Wochenende als auch der Ruhe und Besinnung geöffnet. Gelegentlich finden hier Andachten oder Taufen und Hochzeiten statt. Besuchen Sie doch einfach einmal unser Ühledömchen, vielleicht bei einer sonntäglichen Fahrradtour, und kommen Sie doch zur Ruhe. Und wenn Sie dieses Schmuckstück am Dürener Stadtrand ebenso für erhaltenswert halten, informiert Sie dieser Flyer, der in unseren Kirchen ausliegt, darüber, wie Sie dazu beitragen können.